1994. Lil Wayne ist 12 Jahre alt und ist zu Hause, während seine Mutter auf der Arbeit ist. Er läuft nichtsahnend durch die Wohnung und findet eine Pistole. Begeistert nimmt er die Waffe, macht die Musik lauter und fängt an zu rappen. Er performt mit der Waffe in der Hand, während im Hintergrund das Musikvideo von Biggie im Fernsehen läuft. Er rappt den Text von Biggie mit, bis es auf einmal knallt. Lil Wayne hat aus Versehen den Abzug der Waffe gedrückt. Den Schuss, den er aus Versehen auslöste, landet direkt in seiner Brust. Der 12 Jahre alte Lil Wayne fällt zu Boden und blutet wie am Spieß. Mit aller Kraft robbt er sich zum Telefon und wählt die 911. Ein paar Minuten später tauchen aufgrund des Anrufes 4 Officers auf und schauen, aus welcher Wohnung der Anruf gekommen sein kann. Bei Lil Waynes Apartment angekommen, hören die Cops laute Musik aus dem Zimmer dröhnen und klopfen an. Sie fragen, ob jemand da sei. Aber Lil Wayne kann natürlich aufgrund seiner Verletzung nicht schreien. Als sie aufhören zu klopfen, denkt Lil Wayne, das war's jetzt. Nun werde ich hier sterben. Genau in dem Moment macht es Klick in seinen Kopf und er versucht sich mit aller Kraft ins Wohnzimmer zu schleppen. Er rutscht auf sein eigenes Blut bis zur Haustür und versucht mit seiner letzten Kraft nach Hilfe zu rufen. Als die Cops das hören, treten sie die Tür ein und bringen Lil Wayne ins Krankenhaus, wo sie dann sein Leben retten können. Like they don't even know I'm in here, I'm gonna die in here, so I guess, I don't know, I guess something clicks in your head and tell me go to the living room. New York City. Snoop Dogg und Tupac sind auf dem Weg zu den MTV Awards, als Pac auf einmal Nas sieht. Nas ist mit einem Haufen von Gangbangers in seiner eigenen Stadt, was Tupac aber nicht davon abhält, Nas zu konfrontieren. Pac geht rüber zu Nas, redet auf ihn ein und macht ihm klar, dass bald ein Song kommen wird, in dem er Nas dissen wird. Snoop bemerkt, wie auf einmal die Stimmung langsam kippt und die Jungs von Nas sich schon bereit machen, falls es jetzt Stress gibt. Pac lässt sich aber nicht beirren und redet weiter auf Nas ein. Er sagt Nas, dass er besser nichts gegen den Song machen soll, sonst wird es Ärger geben. Nas, der normalerweise gleich vor Ort Tupac zur Rechenschaft ziehen könnte, antwortet daraufhin, kein Problem Pac, ich liebe dich, und gibt Tupac die Hand. Sie bereden ihre Missverständnisse und Pac geht zurück zu Snoop, als hätte er Nas gedemütigt. Dabei hat Snoop sofort gesehen, dass Nas derjenige war, der Tupac gehen lassen hat. I ain't got no problem with you, Pac. Alright, nigga, well if you ain't got no problems with me, nigga, when this song come out, you better not say a motherfucking word. I love you, Pac. Shook the nigga hand. 50 Cent ist in Italien, um für eine Live-Show zu performen. Er trägt ein Lederoutfit und genießt seine After-Show-Party, als auf einmal ein Mann zu ihm kommt und ihn fragt, sorry, ich will nicht respektlos klingen, aber verkaufst du mir dein Lederoutfit, das du gerade trägst? 50 guckt ihn fragend an, mein Outfit willst du kaufen? Und dann fahre ich nackt zum Hotel zurück oder was? Der Mann antwortet daraufhin, ich gebe dir jetzt sofort $350,000 Cash dafür. 10 Minuten später saß 50 Cent nur noch in Boxershorts in einem Boot, das ihn zurück in sein Hotelzimmer gefahren hat. I don't want to disrespect you, but can I buy you a leather outfit? Man, 50 was butt-ass naked in that boat going back to the hotel. True Life, ein New Yorker MC, kauft sich ein Vers vom Mobb Deep Rapper Prodigy, bis Prodigy genau den gleichen Vers auf einen anderen Song rappt. Da True Life sich dadurch verarscht vorkommt, entsteht dadurch ein Streit zwischen Mobb Deep und ihm. Er versucht Mobb Deep dauernd zu erreichen, die ihn aber nur respektlos abwimmeln, also entschließen sich True Life und seine Crew, ein Exempel zu statuieren. Sie hören, dass ein Crewmitglied von Mobb Deep im Studio ist und fahren direkt dorthin. Dort angekommen, stürmen sie mit 9 Waffen und 2 Shotguns das Studio. Sie bedrohen alle, die im Studio sind und schlagen ein Mitglied von Mobb Deep zusammen und rauben ihn aus. Ein Schuss fällt sogar direkt neben den Kopf von ihm. Um ihn zu demütigen, zwingen sie ihn, seine ganzen Klamotten auszuziehen. Mit den Waffen auf ihn gerichtet, sagen sie, dass er Prodigy und Havoc schöne Grüße bestellen soll und flüchten dann aus dem Studio. Yeah, 2005 fliegt DMX nach Angola für eine Live-Show. Dort angekommen, kommt ein Promoter zu DMX und bietet ihnen $30,000 an, um 3 Tage eine Radio-Promotour zu machen. DMX hat aber kein Interesse und lehnt ab. Der Promoter wird auf einmal lauter und droht DMX, dass er die Promotour machen muss. Und wenn er vorher abreist, dann werde er sehr viele Probleme kriegen. In dem Augenblick erfahren sie, dass der Promoter die rechte Hand eines Warlords in Angola ist. Sie versuchen, die amerikanische Botschaft zu kontaktieren, während sie in ein Gebäude begleitet werden. Als sie die Botschaft erreichen, schicken die sofort ein gepanzertes Fahrzeug zum Gebäude, in dem sich DMX aufhält. Und als der richtige Zeitpunkt gekommen ist, flüchten sie durch ein Fenster, steigen in das Fluchtauto und können kommen. Sie wollen sofort wieder das Land verlassen. Als sie beim Flughafen ankommen, steht dort auf einmal der Warlord mit einem Haufen an Rebellen.
Sie zwingen DMX und seine Crew, $17,000 zu zahlen, bevor sie wieder nach Amerika reisen dürfen. You know, so he came right to the plane to get us. So it's like, you know what, I don't even want the money. Cause money, like, you know, somebody that's that powerful or important, you know what I'm saying, can get you killed. You know, so it's like, you know what, I don't want your money, I don't even want to do the show's not ready yet, so let me just, you know, and we needed the help of the US Embassy to get us up out of there, you know? Es ist 4 Uhr morgens. Fat Joe, Remy Ma und Big Pun kommen aus dem Studio und halten bei einem Kiosk, um sich was zu trinken zu holen. Fat Joe und Remy steigen aus dem Auto, als Big Pun ihn zuruft, besorgt noch ein paar Eier. Joe und Remy gucken sich fragend an, gehen in den Kiosk und holen ein Dutzend Eier für Big Pun. Sie fahren wieder los und Big Pun sagt seinem Fahrer, er soll ein bisschen durch die Hood fahren. Als sie dort ankommen, dreht Big Pun seine Scheibe runter und bewirft alle Menschen mit Eiern. Und das auch noch aus seinem $150,000 Auto. We're only in In Dr. Dre's und Snoop Dogg's Video Grey Day, in dem Eazy-E gedisst wird, spielt AJ Johnson eine Parodierolle von Eazy namens Sleazy-E und das so gut, dass Eazy, obwohl er gedisst wurde, AJ Johnson fragt, ob er auch in seinem nächsten Video Compton City G's mitspielen kann. AJ sagt zu und sie fangen an, den ersten Tag von 2 Drehtagen zu drehen. Am nächsten Tag kriegt AJ einen Anruf von Shook Knight. Shook hat mitbekommen, dass AJ im Video für Eazy-E mitspielt und bestellt ihn zu sich in sein Büro. Als AJ da ankommt, sagt Shook Knight direkt zu ihm, dass er das Video nicht drehen kann. AJ fragt, warum? Er hat keine Probleme mit Eazy und seinen Jungs, sie haben schon angefangen zu drehen und außerdem hat Eazy ihn schon bezahlt. Shook Knight öffnet seine Schublade, holt eine Waffe raus und legt sie auf den Tisch mit den Worten, ich habe gesagt, du kannst das Video nicht drehen. Alles klar, ich kann das Video nicht drehen, antwortet AJ und verlässt das Büro von Shook Knight. Er ruft Eazy an und sagt, dass er aufgrund von Shook Knight das Video nicht zu Ende drehen kann. Er gibt Eazy einen anderen Kontakt, der dann das Video mit Eazy zu Ende gedreht hat. Deswegen sind im Videoclip auch 2 Personen zu sehen, die Eazy spielen, wenn man genau drauf achtet. Shook put a gun on fire. I said you can't do it. I won't do it. Und das waren wieder mal ein paar wahre Hip-Hop-Stories für euch. Ein besonderer Dank geht raus an meine Patreon-Community, die jedes Video früher sehen als alle anderen. Deswegen sind auch meistens Kommentare unter den Videos, die älter sind als das Video selbst. Ich küsse doch euer Herz, ja? Ach ja, und noch ein Special Gruß an meine Guardia-Armee. Und niemals vergessen, Made Man for Life. Yeah.